Willkommen zurück zu The Mighty Quest for Epic Loot mit mir, Peter Bustoncrete.de und einem von euch, nämlich der Hammerfox 1. Der Hammerfox 1. Stufe 29. Was war's für mein Magier? Den hatte ich auch schon lange nicht mehr in den Pfoten. Dann failen wir uns mal hier durch. Ich denke mal, ich füge dir. Ah, das ist eine. Das ist eine Farm. Nein. Also vom Zeitaufwand her sieht es aus wie eine Farm. Kann mir nicht helfen. Ist das sowas wie eine Hybridfarm oder sowas? Das ist irgendwas Specialiges. Ah, das ist interessant, aber leider nicht so besonders effizient. Okay. Checken wir doch mal hier den Bossraum. Au, au, au. Ich glaube nicht, dass ich das hier in der Zeit schaffen werde. Aber das passt schon. Halte ich irgendwie viel mehr aus als früher? Oder kommt mir das nur so vor? Kommt mir doch bestimmt nur so vor. Ich habe jetzt nicht auf die Level geachtet. Jemand, der auf die Level geachtet hat, möge mal bitte die Informationen rausgeben, dass wahrscheinlich geupgradet werden muss, weil sich das irgendwie zu einfach angefühlt hat für Stufe 29. Irgendwas war da nicht richtig, aber ich habe nicht jede Mine gefunden, das heißt, ich nehme dir nicht allzu viele Kronen weg, das ist okay. Tatsache ist, ich hätte hier nicht so einfach durchkommen dürfen. Absolut nicht, auf Stufe 29 muss ich mehr Probleme haben. Wo sind zum Beispiel die Viecher, die diese kleinen, die Pfeife im Mund haben, die Blase setzen, dass man nicht zaubern kann? Die fehlen ganz klar auf der Stufe, die müssen drin sein. Die Fallenkombinationen mit den Kreaturenkombinationen waren ineffizient, absolut ineffizient, die müssen komplett ersetzt werden. Mehr Fallen! Wo waren die ganzen Fallen? Viel mehr Fallen. Die Kreaturen sind so effizient nicht im Augenblick. Mehr Fallen, viel mehr Fallen. Hätte länger dauern sollen. Ich bin ein bisschen irritiert. Auf jeden Fall vielen Dank fürs dabei sein. Wem es gefallen hat, like da lassen. Wenn ihr was zu sagen habt, kommentieren, wer es noch nicht getan hat, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.